10 Jungfrauen reden. Aha. Matthäus 25. Darum wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampe nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 waren töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen mit, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen, mit ihren Lampen. Als sich nun der Bräutigam verspätete, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei: Seht, der Bräutigam kommt und geht hinaus ihm entgegen. So standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Da antworteten die Klugen: Nein, weil es sonst für uns und euch nicht ausreicht. Geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten: Herr, Herr, mach uns auf. Er antwortete: Aber wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wagt, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welche der Menschensohn kommen wird. Kennen wir alle die Bibelstelle, ja? Ich denke, dass uns der etwas lehren will. Wir bewegen uns auch Richtung Ende der Welt, ja. Wann es soweit ist, kann niemand genau sagen, aber wir leben in der Endzeit. Mhm. Und es geht darum, glauben wir, wenn Jesus wiederkommt, wird die ganze Gemeinde entrückt. Viele lehren das und glauben das. Das glaube ich nicht. Mhm. Jesus unterscheidet zwei Gruppen von Christen. Das eine sind die Überwinder und das andere sind die Fleischler, würde ich mal sagen. Das eine sind die Abraham-Christen, das andere sind die Lot-Christen, die ihr Auge auf die Welt geworfen haben. Und interessant ist, dass beide Öl hatten. Also die Törichten haben gesagt, das heißt die klugen Jungfrauen, nahmen Öl, extra Öl mit, ja, ihre Lampen hatten Öl, aber die Lampen brannten. Die Bibel sagt, dass wir auf den Herrn warten, wann er aufbricht von der Hochzeit, und wenn er aufmacht und wir hineingehen, können wir Mahl halten mit ihm. Das heißt, es braucht eine bestimmte Zeit des Wartens, und wenn wir kein Öl dabei haben, geht das Licht aus. Ja. Und die anderen hatten zwar auch Öl da, ja, aber zu wenig. Das heißt, es hätte nicht gereicht. Und interessant ist, dass sie wollten von den anderen Öl haben, ausleihlich abkaufen. Ja. Und dann haben sie gesagt: Für uns beide reicht es nicht. Geht hin zu den Krämern, kauft euch noch Öl und dann kommt wieder. Das Pech war, als sie weggingen, ja, in dieser Zeit, machte der Bräutigam die Tür auf und die törichten Jungfrauen waren nicht mehr da. Sie haben den Eintritt in den Hochzeitssaal versäumt. Ich denke, dass uns der Herr etwas ganz Einfaches lehrt hier. Ich denke, dass Jesus sagt, eure Lampen seien brennend, ja, und eure, das heißt eben im Lukas-Evangelium 12 können wir das nachlesen, was da genau steht. So, da haben wir es gleich. Ja, es heißt hier im Lukas 12, Vers
35. Seid bereit und lasst eure Lampen brennen. Und seid wie die Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit sie ihm sofort öffnen können, wenn er kommt und anklopft. Glückselig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie zu Tisch führen und kommen und dienen. Und wenn er in der zweiten Wache kommt oder in der dritten und sie so finden wird, glückselig sind diese Knechte. Das aber sollt ihr wissen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, würde er wachen und ließe nicht in sein Haus einbrechen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, die ihr nicht kennt. Petrus aber fragte ihn: Herr, sagst du dieses Gleichnis nur zu uns oder zu allen? Der Herr sprach: Wer ist denn der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die zugeteilte Nahrung gibt? Interessant ist, dass hier heißt, er redet von allgemeinen Christen, von Knechten, und dann redet er auch von Leitern, also die am Wort dienen. Er sagt: Sagst du das nur zu allen oder auch zu uns? Und er sagt: Wer ist der treue Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die zugeteilte Nahrung gibt? Was heißt, was ist die zugeteilte Nahrung? Denke ich mir, bekommen wir, wenn der Hochzeitssaal aufgeht, ja, und wir hineingehen und dort die Nahrung bekommen für die Schafe. Ja, ja. Ja, das ist die Antwort, wenn wir warten. Aber Jesus sagt, es gibt eine Zeit des Übergangs, eine Zeit der Hoffnung, wo der Bräutigam noch nicht da ist, wo die Tür noch nicht offen ist. Es ist eine Zeit des Wartens. Und der Herr sagt: Gebt Acht, dass ihr nicht Gefahr läuft. Und dann sagt: Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt und anfängt, seine Knechte zu schlagen, oder? Weil der Herr noch nicht da ist. Und wenn es heißt, der Herr kommt noch lange nicht, ja, es hat keinen Sinn, dass man jeden Freitag in die Bibellehre geht und am Sonntag Jahr ein und nichts verändert sich und wir warten und harren und die Antwort vom Himmelreich, vom Hochzeitssaal kommt nicht rein. Ja? Wir haben darüber geredet, dass Issachar derjenige Stamm ist, der die Zeiten Gottes kennt. Ich denke, keiner kennt die Zeiten Gottes. Und ich würde sagen, seid alle Zeit bereit, oder? Immer bereit. Erste Nachfrage, zweite. Eure Lampen seien brennen und eure Lenden umgürtet. Ja? Das heißt, wir müssen warten. Und auch wenn wir Gott dienen, sagt Gott, es gibt eine Zeit des Dienens, ohne dass sich etwas Besonderes ereignet. Das ist wie eine Frau, die immer kocht, jeden Tag, jeden Abend das Geschirr wäscht, abspült, in den Spüler hinein, saugt und dieses tut und jenes tut. Ja? Und dann gibt es dann eventuell einen besonderen Tag für den Geburtstag, da gibt es dann einen Ring und sie muss dann halt auch warten, ja, bis dieser Ring vom Ehemann kommt oder man kann sie sich selber bestellen. Ja, wisst ihr, was ich sagen will, was uns der Herr heute sagt? Er sagt, wir müssen auf den Herrn warten. Amen. Der Herr ist immer da, aber nicht immer ist die Zeit der Fruchtbarkeit. Oder? Die Partner können miteinander schlafen, Sexualität haben, miteinander, aber nur zu einer bestimmten Zeit ist die Frau empfänglich. Ja? Wird sie fruchtbar. Und ich denke, das ist genau, wenn es himmelreich aufgeht, werden wir vom göttlichen Rehmannsamen befruchtet. Und diese Zeit, das heißt, wir müssen eigentlich immer, oder? Der Mann weiß auch nicht immer und die Frau weiß auch nicht immer, genau, wenn sie den Eisprung hat. Ja? Vielleicht gibt es da so einen Computer, wo man genau messen kann, zu welcher Stunde und wie her. Aber ich denke, dass am Anfang, wenn man Kinder will, wird häufiger miteinander geschlafen, ja,
bis es einfach klappt, oder? Bei vielen klappt es auch da nicht, ja. Aber interessant ist, wir müssen diese Zeit der Intimität haben, ja. Das heißt, und in einer bestimmten Phase dieser Intimität wird der Herr kommen und die Tür auftun. Und was ist der Schlüssel? Ist das Öl, der Leiter. Darum sagt der Herr, wir sollen im Geist wandeln und immer Öl haben, ja. Ja, wie bekommen wir Öl? Ja? Öl im Heiligtum drinnen war der Leuchter, der musste den ganzen Tag leuchten. Er leuchtete auf die Schaubrote, auf den Räucheraltar, und die Priester, die mussten jeden Abend die Lampen zurückschneiden, die Dochte entfernen und neues Öl hineintun. Ja, immer wieder Öl. Der Herr will uns sagen, dass der Schlüssel ist Öl. Und Gethsemane, wo Jesus gebetet hat, wo er öfter war und beten sich zurückgezogen hat zum Beten, heißt Ölpresse. Ölpresse, das heißt, wenn wir auf die Knie gehen, dann kommt der Heilige Geist, dann wird Öl freigesetzt. Und dieses Öl ist der Schlüssel, dass wir immer brennend sind, dass wir immer empfangsbereit sind. Jesus sagt, wir sollen im Geist leben und nicht im Fleisch leben. Lebt im Geist, heißt es in ihr Werk. Warum braucht es das Öl? Das Öl sagt, wenn wir im Öl sind, im Geist leben, werden wir die Wünsche und die Früchte des Fleisches nicht begehren und produzieren. Ja? Es geht um das Öl zu haben. Die Bibel sagt im Epheserbrief, das können wir noch vorlesen, dass im Epheserbrief heißt es, wir sollen die Zeit auskaufen, heißt es. Es heißt hier, kauft die Zeit aus. Zeit, weise heißt es im Epheser 5, indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. Kauft die Zeit aus. Und der Herr sagt uns etwas jetzt, im Kapitel 5 im Epheserbrief heißt es, so seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, so wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahin gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Jesus zum Beispiel sagt, hätte ich alle Erkenntnis, hätte ich dieses oder jenes und hätte ich Glauben und hätte die Liebe nicht. Ich denke, die Liebe als Person lebt in uns und die wird erlebbar, indem ich Öl produziere. Das heißt, der Heilige Geist ist dieses Licht in uns. Jesus sagt, ich bin dieses Licht in euch und dieses Licht gibt uns Offenbarung. Und dieses Licht braucht Öl. Ja? Das heißt, dieses Öl hat etwas zu tun mit der Liebe. Das heißt, je mehr Öl ich habe, desto mehr Liebe habe ich. Der Heilige Geist ist Liebe und das Öl produziert Liebe. Und dort ist Jesus. Das heißt, Jesus kommt dort, wo geliebt wird. Er sagt, lebt in der Liebe, genauso wie Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns dahin gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Wir wissen, dieses Öl, dieses Salböl im Alten Testament, die Priester, die für den Dienst gesalbt wurden, ja, die hatten dieses Öl, dieses Salbungsöl, und das hatte fünf Bestandteile. Ja. Da drinnen war zum Beispiel Kalmus war drinnen, da war Zimt drinnen, da war Myrrhe drinnen, da war Olivenöl drinnen, da waren einfach Substanzen drinnen, die den Heiligen Geist repräsentierten. Zum Beispiel Myrrhe, eine Eigenschaft von diesem Salböl ist, dass wir Leiden aushalten. Wenn wir einen offenen Mund haben, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Aften haben, ja, weiß, wie das weh tut, wenn wir offene Aften haben im Mund, das tut weh und brennt. Und dann gibt es diese Myrrhe,
Ja, da gibt es eine Lösung, die pinselt man rauf und nimmt den Schmerz weg. Das Olivenöl ist gibt uns eine Salbung zu leiden. Wir sind bereit, dass wir leiden können. Ja? Im Garten Gethsemane, der war voller Ölbäume. Ja, diese Bäume des Olivenbaumes, dieses Öl. Dann gibt es Cassia, Zimt gibt uns Appetit nach Gottes Wort. Zum Beispiel Cassia macht, dass ich sich leicht abführend. Ja? Das heißt, wir wollen die alten Dinge raustun. Ja? Mit dem Stuhlgang, ja, alle diese Dinge. Das macht das Öl, das Salböl. Und dann sagt er, warum wir dieses Öl brauchen und was es macht. Ja? Der Heilige Geist hat alle diese Bestandteile. Der Heilige Geist ist, repräsentiert den Menschensohn, repräsentiert den Gottessohn. Er ist der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist wirkt, wo dieses Öl ist. Je mehr Öl da ist, desto mehr kann sich diese Kraft entfalten. Desto mehr Liebe bekommen wir, desto mehr, ja, dieses Öl, das, also gefällt mir, dass wir bereit sind, Myrrhe, ja, zu haben. Olivenöl redet von der Bereitschaft. Kalmus, Aloe, Zimt, das sind so bestimmte Eigenschaften, die da drinnen sind. Ihr wisst, diese ganze Liste da. Der Heilige Geist wirkt Appetit nach Gottes Wort. Zimt, und das schmeckt ja gut. Zimt Eis oder beim Apfelstrudel Zimt riecht den Appetit an, oder? Das heißt, der Heilige Geist gibt uns Appetit für Gottes Wort. Auch, ja, ja, weißt du, ja, ja. Dann gibt es einfach bestimmte Qualitäten, die dieses Öl hat. Myrrhe ist den Schmerz, Olivenöl, die Bereitschaft zu leiden für den Herrn. Ja. Oder es sind ganz tolle Punkte drinnen. Und dann heißt es, wenn wir zu wenig Öl haben, wenn wir zu wenig Öl in unseren Lampen haben, ja, dann passiert etwas. Er sagt, und lebt in der Liebe, so wie Christus geliebt hat und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Das heißt, in der Bibel, um wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi, der sich selbst dargebracht hat durch den ewigen Geist. Das heißt, diese Fähigkeit, sich darzubringen, Opferbereitschaft, passiert durch den Geist, durch das Öl. Er kann das wirken in uns. Das Öl, das effektiv, was wir der Herr beim Schreiben meines Buches zeigt momentan mit den Stämmen. Wenn du nicht wiedergeboren bist, dann hast du Augen und Ohren, und du hast ein Herz und ein Denken, aber du bist nicht wiedergeboren. Du hast doch keinen Dan, kein Naphtali, du hast doch kein Gad und Asa. Das sind die Söhne der Mächte. Das ist das, was uns Gott impartiert, was wir nicht haben. Die Bibel sagt, dass uns Gott gibt uns eine Hilfe für unser Leben, weil der Mensch ist furchtbar. Wir wissen, wie furchtbar der Mensch ist, wie stolz er ist, wie rebellisch er ist, wie egoistisch er ist. Gott gibt uns eine Hilfe, die uns fähig macht, dass wir eine Wohnung werden. Die Bibel sagt, der Heilige Geist wird kommen an meiner Stelle, sagt er, und wird Wohnung in uns machen. Wohnung, zuerst ist Darm. Darm hat im Baum da eine Schlange. Ja? Das heißt, das ist nicht die von Satan, sondern die Bibel sagt, der Darm richtet die Gerechtigkeit Gottes auf. Die Darm-Berufung ist die Richterberufung von Israel, die uns Recht schafft. Und diese Schlange, heißt es, ja, ist auf dem Pfad und wartet, bis ein Reiter kommt hoch zu Ross und beißt das Ross in die Ferse, dass der Reiter vom hohen Ross runterfällt. Das ist diese Schlange von Dan. Das redet nicht die eigene Gerechtigkeit, er bringt die eigene Gerechtigkeit zum Fall. Ja, Bilha war die Macht von Heil. Und dann kommt Naphtali. Naphtali ist die Geisttaufe, das heißt eigentlich kämpfen, Ringkampf, eng kämpfen. Das heißt, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um zu kämpfen. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns die Kraft zu kämpfen.
zuerst gegen die Finsternis, gegen Satan, aber auch gegen unser Fleisch, gegen unseren Stolz, gegen die Welt, das ist Naphtali. Und es heißt, es bringt Worte der Gnade heran. Das heißt, Jesus sagt es, wir kommen in Wahrheit und in Gnade durch den Heiligen Geist, Naphtali. Es ist, wenn ich, sie gibt schöne Worte, heißt es. Gnade, Worte der Gnade kamen aus seinem Mund. Naphtali hilft uns, dass unsere, aus unserer Quelle nichts Saures herauskommt, sondern Süßes herauskommt. Naphtali, auch das Zungenreden ist Naphtali, was Süßes. Ja? Das gibt uns Gott, wenn wir wieder gewollen, als Hilfe. Ja? Das sind Qualitäten seitens des Gottessohnes. Und dann reagiert unsere Seele, ja, die Magd von Lea Gad und Asser Gad, redet von Glück zu, dass es also weitergeht. Das sind Kinder, die kommen werden. Ich eine glückliche Schar, dass sie ein gutes Vorankommen haben. Und das redet, dass sie Gottes Wort produzieren, Früchte des Geistes produzieren. Asser redet davon, dass es den Königen Leckerbissen gibt. Er hält seinen Fuß in Öl, Wandel im Geist, Gaben des Geistes. Das sind diese vier Dinge, die uns Jesus gibt. Ist das nicht wunderbar? Das ist sein Geist wirkt das. Ja. Sein Geist zu beiden Seiten. Er hilft unserer Seele, unseren Menschen, sondern unserem Gottessohn. Er macht das. Und dann produzieren wir diese zwei Dinge, die uns fehlen. Ja. Ja, das ist Zebulon und Issachar. Issachar ist dieses, Jesus sagt in seinem Wort, der Vater sucht Anbeter, ja, die Gott anbeten in Wahrheit und im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, Issachar ist die Erfüllung, im Geist zu leben, dass wir dienen, unseren Teil geben, das sind Gaben des Heiligen Geistes, ich bin bereit zu dienen. Und das passiert. Jesus zum Beispiel sagt, wo ich bin, ist mein Diener. Oder Jesus sagt, wo mein Diener ist, bin ich. Das heißt, wo der Heilige Geist ist, wird gedient. Dort dient uns Jesus. Und wo dieser Geist ist, dieses Öl ist, dient Jesus. Das ist Issachar, der trägt Lasten. Der Heilige Geist kann Lasten tragen, die du nicht tragen kannst. Jesus trägt diese Lasten. Issachar. Und dieses Öl bringt dich auch zur Ruhe. Und er sieht und er sah, dass die Ruhe gut war und das Land lieblich war. Das, der Heilige Geist gibt uns auch eine Vision von unserem Bruder. Er bringt uns zur Ruhe über unseren Bruder. Er zeigt uns, dass ein gelobtes Land ist, trotzdem, dass Riesen drinnen sind oder Festungen drinnen sind. Der Heilige Geist sagt, ich habe etwas für dich, dass du meinem Bruder, meiner Frau, meinem Mann helfen kannst, durchzubrechen, fruchtbar zu sein, wo er nicht fruchtbar ist. Das ist dieser Haar, dieser Teil, der uns der Heilige Geist gibt. Und dann sagt Jesus, das ist wie bei Judah, entspricht dem Herzensmensch, den Gott erschaffen hat. Unser Herz hat Gott erschaffen wie ein Kind mit kindlichem Glauben. In unserem Herzen können wir glauben. Dort hat Gott das Maß des Glaubens hineingetan. Und dort können wir hören, dort ist Intuition, dort ist die Liebe zu Gott, dort ist der Wunsch, dass ich Gott nachfolgen will, dass ich Gott anbeten will, das ist Judah. Und der ist abhängig vom Herzen, nicht vom Verstand, nicht von der eigenen Kraft. Und diesem Judah fehlt am Anfang, der nicht wieder geboren ist, hat noch nicht Issachar, hat noch nicht dieses Geistwesen, um Gott anbeten zu können im Geist. Und noch nicht das von Zebulon. Jesus sagt, ich werde Wohnungen machen lassen durch meinen Geist. Und Jesus, der Judas, der Deus, sagt, Jesus, sagst du das nur zu uns oder zu allen? Und Jesus sagt, ich gebe euch meine Worte als Wohnung. Und wo meine Worte sind, die ich euch gebe, dort wird der Vater nicht kommen und drinnen wohnen. Das ist Zebulon, dass wir die Wohnung haben. Das heißt, von Dan, von diesem Samen, geht es weiter zu Gad, Früchte des Geistes, in die Berufung von Zebulon. Zebulon ist, wo Juda, der Taman, dieses Siegel gibt, die Schnur und den Stab, Glaube, Hoffnung, Liebe. Das wirkt alles, der Heilige Geist in uns. Noch einmal, wir sind nicht wiedergeboren zuerst.
Wir haben einen Ruben, einen Simeon, einen Levi und einen Juda. Und dann ist fertig. Und unser Wesen zu dienen, Gott anzubeten im Geist, in der Wahrheit, können wir nicht. Dazu braucht es diese Impartation, das Hineinlegen von vier Säulen durch den Heiligen Geist. Das erste ist die Wiedergeburt, Dan, Naphtali. Und dann geht Dan weiter, dort ist der Same drin. Das andere ist die Kraft des Geistes, dort ist die Gnade drin. Wieder Wahrheit und Gnade, das drückt sich in unserer Seele aus. Wir produzieren Früchte des Geistes. Dann werden wir eine Wohnung, dort werden wir ein Sebulon, ja? Beim anderen, bei Naphtali, ist so, das geht dann weiter in Asa, wandelt im Geist, die Füße mit Öl, und dann kommt Issachar. Interessant ist, wo die Frau Jesu Füße salbt mit Öl und weint, und seine, also Füße mit Tränen wäscht, ist dieses Öl oben, und danach sagt Jesus, jetzt holt mir die Esel. Danach kommt Issachar. Dieses Dienende, der Heilige Geist, macht, dass wir auf die Knie gehen und dass wir beten. Hanna war aus dem Stamm von Asser. Ja? Ja? Sie hat ihr Leben gegeben für den Herrn, bis Jesus kam. So lange, ja, machen wir das. Gibt uns der Heilige Geist diese Dinge. Und der Heilige Geist kann warten, wie Hanna gewartet hat. Wir sind in einer Zeit der Hoffnung, ja. Und dann wird alles erfüllt. Da wird Issachar erfüllt, dass sich Gott an mit dem Geist, Zebulon wird erfüllt. Wisst ihr, wer Zebulon ist? Zebulon heißt es, wohnt am Gestade des Meeres, alle Zeit bereit hinauszugehen. Da hat mir der Heilige Geist gesagt, ein Beispiel für Zebulon ist, wenn der Sturm kommt, ja, und die Wellen kommen, und Jesus kommt und Petrus will raus, sagt Jesus, komm. Das ist Zebulon, ist das Wort. Dass er uns gibt, kommt, und auf diesem Wort gehen wir auf das Meer hinaus. Können wir, sind wir eine Wohnung Gottes. Dort ist die Kraft Gottes. Komm heraus, komm, sind wir gelogen. Am Gestade des Meeres. Ja. Und dann heißt es über Naphtali, er wird den Sühnen und Wissen werden. Er wirkt auf den Menschensohn und auf den Gottessohn. Und weißt du, dann heißt es, dass sowohl Issachar wie Zebulon rufen alle Stämme auf den Berg, heißt es, um dem Herrn Gerechtigkeitsopfer darzubringen. Das heißt, Zebulon und Naphtali ist die Erfüllung unserer Seele, des Menschenseins. Dass wir Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, Zebulon und Issachar vollbringen die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn die Gerechtigkeit Gottes da ist, das zieht Gott an. Und dann kommt Josef ins Spiel und Benjamin. Dann werden, heißt es, sagt Jesus, der Vater und ich kommen in euch wohnen. Und das sind diese beiden Söhne von Rachel. Der Geist wird die Dominanz dann übernehmen. Ja? Und wenn der Vater kommt, dann kommt die Kraft noch mit. Die Hörner, dann kommt nicht nur die Salbung, der Nesama-Geist, sondern der Ruach, die mächtige Kraft Gottes. Halleluja, das alles ist ein Vorbau, ja? Mhm. Ja, und das macht alles das Öl. Ich wollte gar nicht über das reden, das ist so passiert, was das Öl ist. Ist es nicht wunderbar? Ich habe so in der Inspiration der Lehre drinnen, wenn ihr das wollt und euch das interessiert, gebe ich euch das, oder? Was die einzelnen Punkte heißen, oder? Der Heilige Geist macht, dass wir Lebensfreude haben. Das ist auch da in diesen Zutaten vom Heiligen Geist. Aloe. Ja, Cassia, ja, dann Myrrhe, Olivenöl, alle diese Dinge kommen vom Herrn. Ist das nicht wunderbar? Und wenn wir das haben und wenn wir zu wenig Öl haben, er sagt, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Auch keine gemeinen Worte. Törichtes Geschwätz oder leichtfertige Witze, was sich nicht gehört, soll ich immer Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, jetzt hört zu, wenn wir zu wenig Öl haben,
dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten irreführen, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht mehr ihre Teilhaber, denn ihr wart Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichtes, denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbar wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, denn du schläfst, und schau auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Indem ihr die Zeit auskauft, gut nützt, denn es sind böse Tage. Berauscht euch nicht mit Wein, wo es Zügellosigkeit kommt, sondern singt untereinander Psalmen und Lobgesänge, geistliche Lieder, redet und spielt den Herrn in eurem Herzen. So wird der Heilige Geist kommen. Das ist so eine wunderbare Bibelstelle. Das heißt, wenn wir in Unzucht und Unreinheit kommen, ist zu wenig Öl da, was uns abhält. Die Kraft von Naphtali fällt, wir fallen hinein und dann gefallen wir dem Herrn nicht mehr. Versteht ihr? Er sagt, keiner, der in Unreinheit lebt ein halbes Jahr, ist der Himmel verschlossen. Er mag 100 andere Dinge gut haben, aber diese eine Sünde hindert ihn daran, dass Jesus aus dem Loch kommt. Versteht ihr das? Das will uns Gott lehren. Wir brauchen dieses Öl. Immer wieder. Ja? Jesus redet davon in der Waffenrüstung. Ja, wir sollen die Waffenrüstung anziehen. Die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Hoffnung. Wir sollen das leben. Nicht nur äußerlich, wie ein römischer Soldat äußerlich eine Waffenrüstung hatte, sondern die innere Haltung von Gerechtigkeit, von Erkenntnis, von Wahrheit, sie evangelisieren. Der Herr gibt uns hier eine Warnung. Er sagt, werde keine törichte Jungfrau, weil du kommst nicht hinein. Und Jesus sagt, wenn du in deiner Sünde lebst, bleibt der Zorn Gottes auf dir, diese törichten Jungfrauen. Ja? Da gibt es die Geschichte, wo jemand in den Hochzeitssaal hineinkommt und dann kommt er und besieht die Gäste und dann sieht er jemanden, der kein hochzeitliches Gewand anhat. Dann sagt er, wie bist du hierher gekommen? Das heißt, wenn wir im Hochzeitssaal bleiben wollen, müssen wir ein hochzeitliches Gewand anhaben. Das hochzeitliche Gewand sind die Gaben des Heiligen Geistes, das Wandeln mit dem Öl, das macht, dass wir drinnen bleiben können. Und wenn das Gewand beschmutzt wird, wenn wir anfangen, die Brüder zu richten, wird dieses hochzeitliche Gewand bedreckt und befleckt und der Herr sieht das und er schickt dich wieder raus. Habt ihr das verstanden, worum es eigentlich geht? Wieso kapieren das die Christen nicht? Dass wir das tun sollten. Die Bibel sagt, du sollst Tag und Nacht über sein Wort meditieren. Wir sollen uns füllen, dass der Geist nie ausgeht. Wir sollen wachen und beten, denn wir wissen nicht, wann der Herr kommt, zu welcher Nachtwache. Lampen um Lenden, um Gürtel mit Wahrheit, um das Licht des Geistes. Das ist ja eigentlich eine Aufforderung, im Geist zu leben und im Geist zu bleiben. Dann macht der Geist alles, was wir tun müssen. Wir müssen nicht mehr Eigenes tun. Das Problem ist folgendes. Der Paulus sagt einmal, jetzt werde ich auch einmal prahlen, sagt er. Ja? Ich bin ein Hebräer, ja? Ich habe das römische Bürgerrecht, ich bin im Gesetz erzogen worden. Ich könnte mich des Fleisches rühmen, ja? Aber er sagt, ich will mich nicht rühmen. Sondern alles, worüber ich mich gerühmt habe, erscheint mir wie Kot. Sondern ich bin mit Christus gestorben und ich will in ihm leben und ich will in ihm erkannt sein.
Interessant ist, ich hatte einen Traum. Ja. Wir haben gestern einen Propheten da, der hat ja Träume geteilt. Ich habe Medizin studiert, das wisst ihr. Ich war Arzt. Und dann habe ich geträumt, dass dieses Studium ist nur gültig, wenn ich noch einmal studiere. Also noch einmal dasselbe Studium noch einmal machen. Und bei diesem Studium bin ich an der Uni und vergesse immer wieder, mich zu inskribieren. Ich komme nicht weiter, ich mache keine Prüfung, es passiert nichts. Und der andere Kollege, ja, der andere Arztkollege macht dieses nochmalige Studium rasant. Ich schon im letzten Studienabschnitt, ich bin Jahre voraus. Es war noch keine Patron gemacht, kein Pharma, es war kein Ende möglich. Ich habe immer alles versagt. Was heißt dieser Traum? Ja, der eine, der diese Prüfung noch einmal macht, der hat das, was er gelernt hat für sein Leben. Das war sein Leben. Ja. Das Arzt ist und in dem lebt er und dann macht er weiter und dann freut er sich und macht es noch einmal. Wenn jemand Christ ist, ja, also zwar studiert, ja, aber wenn da geht das nicht mehr. Bringt das nicht mit. Ja. Und dann habe ich dann Träume, wo ich war ein Fußballspieler. Ja. Ich war ziemlich gut. Und dann träumte ich, dass ich noch im höheren Alter ein sehr guter Spieler war. Ich bekam Lob und Bestätigung. Und dann gab es Träume, wo ich eine Flasche war, keinen Ball mehr getroffen habe, alles ist mir davon gerannt. Ich kam nicht mehr nach. Bis ich, was heißt dieser Traum? Dieser Traum heißt, glaube ich, dass das Alte, worauf wir gebaut haben, oder wir bauen, Erfolg im Sport oder im Studium oder was wir erreicht haben, wie der Paulus, ein Hebräer von Hebräer, oder? Am achten Tag, beschnitten, ja, erfolgreich im Gesetz. Das heißt, alles pro Mittel, alles uninteressant. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen, sagt er, jetzt kommt ein neues Zeitalter, jetzt kriegst du von mir etwas, was von mir ist, was vom Himmel ist und was von Gott ist, was für deine Berufung gut ist. Ja, das ist der Heilige Geist. Das ist dieses Öl. Dieses Öl macht alles. Alles. Öl macht alles. Ja. Mit der Herr mal Offenbarung gegeben, Jesus wohnt in unserem Geist. Ich bin Wort. Es gibt nein, ich bin Wort. Jesus zum Beispiel sagt, ich bin das Licht der Welt, aber der Aaron war der Übersetzer von Moses. Moses bekam die Worte, die Offenbarung von Gott und Aaron hat sie zum Volk gesagt. Aaron ist ein Bild für den Heiligen Geist, der die Worte Gottes in unserem Geist übersetzt und zu unserer Seele zugänglich macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel erfahren will, dass Jesus der Hirte ist, der Gute, brauche ich die Gabe der Heilungen, der inneren Heilungen. Wenn ich will, dass Jesus das Licht ist, brauche ich die Gabe der Offenbarungen. Neun Gaben, ja, die Jesus verherrlichen. Und es ist der Heilige Geist. Und das ist dieses Öl. Ja? Und Jesus sagt, wir sollen Acht geben, dass wir keine törichten Jungfrauen werden, die zu kein Öl haben. Jesus sagt, lernt von der Ameise, sagt sie. Sie sammelt im Sommer, dass sie, wenn es kalt wird, im Winter das Vorrat da ist. Auch in Ägypten, oder? Wissen wir, es war ein reichliche Jahre und dann haben sie das Korn gesammelt und hatten sie Vorrat in Hungersnot. Ich will es nicht sagen, dass wir im Voraus beten können, aber es kann passieren, dass du nicht mehr beten kannst, wenn du einen Schlaganfall hast und so im Bett drinnen liegst. Ja? Verstehst du? Ich denke, dass der Herr uns schon einen Glaubensvorschuss gibt, wenn wir beten und ihn suchen. Ja? Der Herr will, füll dich mit Öl, habe einen Vorrat an Öl. Das gleiche ist, wenn wir fastisches Gut, wenn wir ein bisschen Speck haben, ja? Ja? Das heißt, da ist Vorrat, dann kann man 20 Tage fasten, oder? Wenn man Vorrat hat, dann geht es leichter, ja? Wie wenn man ganz dünn ist. Habt ihr das heutige Wort verstanden? Was Jesus will von uns? Möchtest du das? Oder Jesus warnt uns hier,
er sei Unzucht und all und alle Unreinheit soll nicht einmal unter euch genannt werden. Diese Dinge passieren nur, wenn wir zu wenig Öl haben. Wenn wir im Fleisch wandeln und nicht im Geist wandeln. Jesus sagt, wir sollen wachen und beten, dass wir nicht in Versuchung kommen. Und zwar immer und jeden Tag und der Heilige Geist. Wir wollen einfach dem Heiligen Geist Raum geben, indem wir Lobpreis machen. Ja? Und diese Geschichte von Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit wird erfüllt durch die Berufung von Issachar und Zebulon. Da haben wir Gott gezeigt. Ganz klare Muster. Die eine Schiene von Dan, Gab, dann Zebulon und das andere Naphtali, Geist auf für Asser und Issachar. Wow, stehen wir auf? Danke mit dem Herrn. Das, und ich kann euch das bringen, wenn ihr wollt, über das, dieses Salbeöl. Ich weiß jetzt nicht, uns habe ich von yes. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, dass wir unsere Batterien immer wieder füllen, indem wir im Heiligen Geist beten, indem wir in den Zungen beten, Vater. Und dass wir uns mit Öl füllen, Öl, indem wir Lieder singen, Psalmen und dem Vater immer wieder danken, Lobpreis machen. Nach Gottes Wort, das gesalbte Wort, gesalbt vom Heiligen Geist ist auch Öl. Jesus sagt, meine Worte sind Geist, sind Öl, sind Leben. Offenbarung, Rema, das ist, sind Öllieferungen für uns, ja. Halleluja. Danke dir für dieses wunderbare Wort heute Abend. Ja, wir wollen dem Geist Gottes Raum geben, Jesus. Wir wollen wachen und beten. Danke dir.